Hallo Leute, Radlauge hier. Willkommen zu einer weiteren Episode im Anno 1800 Let's Play. Dieses Mal geht es hier munter weiter auf Crown Falls. Wir haben in der letzten Episode hier die öffentlichen Gebäude schon einmal ein wenig vorplatziert. Und da werden wir heute ein bisschen, ja, erstmal die ganzen Häuser noch nachsetzen. Dann vielleicht noch die Schienen ein bisschen finaler positionieren. Und dann werden wir uns noch um den Aufbau der Startinsel in der alten Welt kümmern. Und da haben wir auf jeden Fall einiges vor. Und eventuell kommt auch noch, wenn man hier drauf schaut, in 8 Minuten oder in 6 Minuten mittlerweile der Krieg zustande mit der Prinzessin und Bente. Also da kann man auf jeden Fall sehr gespannt drauf sein, wie das läuft. Und dann würde ich sagen, legen wir einfach mal los. Eine Frage hatte ich noch aus den Kommentaren, und zwar, wie viel Spielzeit wir hier mittlerweile haben. Wir haben Ingame-Spielzeit 41 Stunden. Allerdings wird hier natürlich dann auch die Dreifach-Speed mitberechnet, wenn man hier mal vorspult. Also realistischerweise sind wir da natürlich ein bisschen drunter. Aber, was haben wir hier? Nicht Angriffspakt. Ja, den nehmen wir natürlich an. Wenn die Prinzessin uns den bietet, das finde ich erstmal entspannt. Das nehme ich auf jeden Fall gerne an. Wenn sie doch nicht so viel Lust auf Krieg hat, dann ja, mache ich da natürlich gerne mit, denn ich würde mich schon nochmal gerne ein bisschen aufbauen, bevor es dann an kriegstreiberische Tätigkeiten hier geht. Was fehlt hier in der Ecke? Das ist noch eine Universität, die hier fehlt. Dann positionieren wir die doch gleich und machen hier noch eine Straße durch. Und zwar hier. Und dann machen wir hier mal noch ein paar mehr Einwohner hin. Ich spule hier mal vor. Da wir jetzt keine Gedanken uns um Krieg machen müssen, kann ich hier bedenkenlos vorspulen. Und kann ich hier eigentlich upgraden? Oder was ist hier das Problem? Sollte gehen. Buch raus, Upgrade rein. Geht wunderbar, wie gesagt, diese Taktik. Und dann haue ich hier noch statt der Autorin den Lesowski rein. Der sollte da ein bisschen besser sein. Und dann würde ich sagen, machen wir uns langsam hier auch wieder an die Weiterbaut in der Hauptstadt. Denn ich habe hier so viel vorbereitet gehabt. Und jetzt müssen wir auch mal so ein bisschen die, nicht die Lorbeeren, aber den Lohn harter Arbeit hier einfahren. Hier machen wir noch ein bisschen was für die Diplomatie. Und dann können wir hier auch schon wieder Items bald einkaufen. Ich lasse das Geld noch ein bisschen durchlaufen. Und dann schauen wir uns hier noch ein bisschen um. Hier habe ich noch die Attraktivität. Okay, das ist in Ordnung. Hier haben wir Ponchos und Bananen. Das läuft auch alles wunderbar. Die Lager sind voll. Immer ein gutes Zeichen dafür, dass es läuft. Und auch hier sind die Lager voll. Der Kaffee. Den müssen wir jetzt vielleicht ein bisschen umverteilen, damit das Ganze auch weiterhin läuft. Schauen wir mal die Kaffeerouten an. Also, wir haben hier 7 Schiffe, die rüberkommen aus der neuen Welt. Und dann haben wir nochmal 2 Schiffe, die das Ganze weiter verteilen. Und dann haben wir aber gleichzeitig eine Insel, die hier komplett ohne Kaffee ist. Und zwar Crown Falls selber. Hier haben wir noch gar keinen Kaffee. Das heißt, das müssen wir auch einrichten. Und was wir auch einrichten müssen, sind hier die Glühfäden und die Glühbirnen und das ganze Zeug. Das heißt, ich muss hier mal schauen, ob wir hier noch ein Industriekraftwerk reinbauen. Und ich denke mal, das müssen wir sowieso, gezwungenermaßen müssen wir das machen. Denn Brillen und sowas alles brauchen natürlich auch Strom. Das heißt, ich male hier einfach mal ein paar Straßen vor. Die sind nicht final, keine Sorge. Auch da war der Kommentar da, hier, dass diese Doppelstraßen doch so blöd aussehen. Wie gesagt, keine Sorge, das ist nicht final. Aber ich muss natürlich zum Planen schauen, wie sind die Gebäudereichweiten. Wie schaut es mit Strom aus etc. pp. Das muss ich abschätzen können. Und dafür baue ich eben diese Raster rein. Beziehungsweise platziere auch erstmal die Gebäude. Alles in allem kann man die natürlich danach auch noch verschieben. Das ist nicht in Stein gemeißelt. Und fertig ist es erst, wenn der Stempel fertig draufkommt. Und der ist bisher hier in noch keiner einzigen Insel drauf. Und dann würde ich sagen, machen wir hier das Ganze relativ mittig. Ich sehe auf jeden Fall hier auch schon die Kraftwerksreichweite reinstrahlen. Das heißt, eventuell machen wir hier in die Mitte das Kraftwerk. How about? Das schaut doch ganz gut aus hier. Vielleicht hier runter. So.
Dann geht das hier nach oben, hier nach links, hier nach rechts. Dann haben wir hier eine schöne Mitte drin. Und dann müssen wir natürlich noch gucken, dass wir hier ein bisschen mehr Öl rankriegen. Das war noch ein bisschen das Problem, dass wir da zu wenig Öl hatten. Und jetzt schauen wir mal hier rein. Irgendwo habe ich so im Gefühl gehabt, dass wir doch einen Ölhafen hatten, der noch nicht fertig ist. Oder noch nicht abgeschöpft wird. Und so ist es. Ich glaube, hier von Luyusa wird noch gar kein Öl abgeholt. Schauen wir mal in die Routen rein. Doch. 4 Schiffe werden abgeholt. Okay. Ha. Dann müssen wir mal schauen, wo wir noch kein Öl abliefern. Irgendwo müsste man noch eine Insel haben, die kein Öl liefert. Mindestens eine. Und ich glaube, es ist diese hier. Dann machen wir nämlich einfach hier nochmal eine Ölroute auf für Crown Falls. Das ist auch ganz schön, weil wir hier 18 Ölquellen haben. Das einigt sich eigentlich hier, eignet sich. Perfekt. Und dann machen wir hier auf jeden Fall noch ein bisschen Öl hin. Hier kann man noch ein bisschen Items einkaufen. Halle der Gemeinschaft nehmen wir mit. Und was wir auch mitnehmen ist Stahl. Und dann können wir das Ganze hier ranliefern. Und dann würde ich sagen, machen wir hier auf jeden Fall mal ein bisschen Expansion. Und bauen das Ganze zu einem weiteren Öl-Hotspot aus. Haben wir hier noch? Ja, haben wir. Okay, Abfahrt. Und irgendwo müsste dann auch noch ein... irgendwo müsste doch hier auch noch ein Ferras rumstrahlen, hoffe ich. Dann müssen wir hier mal schauen. Ich habe hier drüben Ölquellen. Ich habe hier Ölquellen. Dann habe ich hier noch einen Block. Und da oben habe ich auch noch Ölquellen. Wo ist denn da die Mitte? Die Mitte ist, glaube ich, hier irgendwo. Aber die meisten Ölquellen sind hier. Dann mache ich den Ölhafen hier hin. Der sollte eigentlich schon noch relativ mittig sein. Aber ich muss natürlich auch gucken, dass ich alles reinkriege. Das heißt, ich mache den einfach hier rein. Und dann machen wir hier die Ölraffinerien. Wie viele Ölquellen haben wir denn hier? 7 Stück. Okay, dann machen wir hier jeweils 2 und eine Ölraffinerie mit 3 Ölquellen. So. Das sollte passen. Schiffe sind auch schon da. Wunderbar. Den schicken wir gleich wieder zurück zum Einkaufen. Und dann machen wir hier noch die Bücher rein. Das Rathaus bauen wir aus. Hier kommt das Einwohnerbuch rein. Dann machen wir hier schon mal Stufe 2 Einwohner. Und machen hier noch ein bisschen Lehmstraßen, damit sich das Ganze hier noch ein bisschen besser verteilt. So. Hospital habe ich auch da. Wunderbar. Stahl habe ich da. Und dann machen wir hier eine Route rüber. Das Gute an den Schienen ist, dass die hier auch in den Sandbereich reingebaut werden können. Das heißt, ich mache jetzt erstmal eine kleine Kontorsammlung so weit rein, wie es nur geht. Und dann kann ich hier die Schienen so ein bisschen in den Sand legen. Ich weiß nicht, ob das in Wirklichkeit gut funktionieren würde, Schienen in den Sand zu legen. Aber hier funktioniert das tadellos. Und dann können wir hier auf jeden Fall das Ganze schon mal so ein bisschen modellieren. Dann machen wir das Ganze hier entlang. Hier machen wir auch nochmal eine Rundumschiene. Dann mache ich hier noch eine Doppelschiene, damit es schneller geht. Und wir haben wieder einen Besucher. Einen Priester. Na gut. Den müssen wir jetzt nicht unbedingt behalten. Was haben wir denn hier? Die Musik ist schon wieder ausgefallen. Ich hätte gerne meine Musiker wieder. Hier haben wir eine Quest. Eine Lieferaufgabe können wir abschließen. Wenn wir etwas abschließen können, dann machen wir das doch auch. Und hier fehlt noch ein bisschen Lehm für meinen Geschmack. Oh! Wow! Ein legendäres Item! Da, 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 da. Mal wieder ein legendäres Item hier. Das müssen wir hier eigentlich gleich mal einsetzen. Frage ist nur, wo? Wir dann hier unten vielleicht auch nochmal Quarzgruben positionieren. Ich denke schon. Wow. Das ist eines der besseren Legendaries auf jeden Fall. Hallo. Und da kriegen wir noch einen Besucher.
eine Souvenirverkäuferin. Schade, nicht ganz so spektakulär. Aber der MacLeod ist spektakulär. Der bringt nämlich hier zusätzliche Produktion und macht zum Beispiel auch nebenbei Gold. So kann man zum Beispiel das Goldproblem lösen mit dem Stephen MacLeod hier. Beeinflusst Lehmgruben und Zementminen sowie Quarzgruben und Salpeterwerke. Produziert gelegentlich extra Gold. Das ist eine super Sache. Und dann haben wir noch hier den Gregor. Der gibt den ganzen hier noch Strom. Dann können wir hier noch ein Lagerhaus bauen. Und eine Feuerwehr hinein. Und schon haben wir hier genug Quarzproduktion für die nächste Zeit. Das reicht auf jeden Fall mehr als genug. Aber wir kümmern uns jetzt weiterhin ums Öl. Das hat Priorität. Und wir können uns ja jetzt auch gemütlich ums Öl kümmern. Denn wir haben jetzt erstmal keinerlei Probleme hier mit Krieg oder ähnlichem. Das hat sich jetzt für uns zum Glück erst einmal erledigt. Das heißt, Fokus ist jetzt wieder voll auf Wirtschaft. Ich weiß, das wird den einen oder anderen nicht so freuen. Die wollten hier unbedingt sehen, wie hier alles brennt und untergeht. Aber dazu kommen wir noch früh genug, keine Sorge. Und dann machen wir hier noch Aufstandswahrscheinlichkeit runter. Und hier müssen wir weiterhin nach guten Items geiern, so ein bisschen. Was ist hier los? Warum geht das nicht? Ich weiß nicht, warum es nicht geht. Jetzt geht's wieder. Keine Ahnung, was da gerade das Problem war. Vielleicht habe ich mich da ein bisschen verdrückt. Aber hey, wir kaufen weiterhin Stahl ein. Das ist ganz gut, dass man beim Mercier einfach Stahl einkaufen kann. Da muss man nicht ewig durch die Weltgeschichte schippern. Sondern kann einfach direkt vor Ort das Ganze einkaufen. Dann machen wir hier noch eine Handelskammer rein. Die alle drei Gebäude hier abdeckt. Und machen hier gleichzeitig auch schon mal ein bisschen Produktivität drauf. Und dann kann ich hier oben zwei Öltürme machen. Dann machen wir mit dieser Raffinerie noch zwei. Und hier machen wir drei Öltürme. Dann kann ich hier noch den Hafen ausbauen. Dann fehlt hier schon wieder ein bisschen Stahl. Aber der kommt ja hier jetzt nachgeliefert. Das ist kein Thema. Und dann machen wir hier noch das Ganze angeschmiegt an die Depots. Da ändert sich auch durch die ganze kurvenreiche Positionierung nichts an der Geschwindigkeit. Und dann machen wir das Ganze hier noch mit Feuerwehren voll. Und dann machen wir hier vielleicht noch eine Reihe. Hier bauen wir dann eine Straße rüber. Und hier können wir dann nochmal mehr Kaffee machen. Vielleicht auch schon für die Kontinentalinsel. Mal schauen. Die Glocke, die kommt auf jeden Fall in die Kaffeeproduktion. Die muss nicht hier rein. Dass wir das gar nicht hier verwechseln, tun wir die erstmal raus. Die Glocke, die brauchen wir unbedingt für die Röstereien. Da können wir ja schon mal einen guten Platz suchen. Ich denke mal, hier ist sogar ein guter Platz, weil man hier dann einfach genug außenrum noch Raum hat für die Positionierung von Lagerhäusern und sowas. Das heißt, wir machen hier direkt mal das Kaffee-Layout hin. Mal schauen, ob ich es noch aus dem Kopf hinkriege. Schaut aber gut aus. Und dann machen wir das Ganze hier nach außen verbunden. Außenrum können wir hier dann noch Kaffeefelder positionieren. Oh, da habe ich ein bisschen Wald gelöscht. Der Idefix möchte es verzeihen. Ich habe es nicht mit Absicht gemacht. Und dann machen wir hier auf jeden Fall auch nochmal einen Block drauf. Nochmal eine Straße außenrum. Sollten 26 Stück dann sein. Da stimmt was nicht. Warte mal. Da habe ich eine Straße vergessen. Hier kommt natürlich noch eine Straße durch. Und dann sollte das Ganze hier aber so klappen. So. Ungefähr. Ja, das schaut okay aus. Dann machen wir hier auf jeden Fall noch das Ganze außenrum. Hier machen wir noch einmal Straßen außenrum und dann machen wir hier noch Lagerhäuser. Ganz viele Lagerhäuser, wie gesagt. Seit es nicht mehr diese alte Welt Lagerhäuser gibt, muss man hier ein paar mehr machen, damit das flüssig läuft. Dann noch Feuerwehren nicht vergessen. Und wenn man natürlich overclocken will, beziehungsweise mit den Arbeitskräften spielen will, noch Polizeien außenrum. Dann machen wir hier natürlich auch noch Feuerwehren hin.
Und zwar nicht zu wenige. Wie gesagt, das wirkt sich hier direkt auf die Explosionswahrscheinlichkeit aus. Wenn man hier viele viele Feuerwehren hat, dann hilft das auch. Da würde ich also nicht dran sparen. Dann schicken wir die hier mal rüber zum Einkaufen von Waren. Schicken den hier rüber. Haben wir hier vielleicht noch die Einkaufsmöglichkeit? Ja, haben wir. Und dann holen wir uns hier auch noch die Baumpflegerin und den Hermann für Kaffee, für Kaffeefelder. Und machen da auch gleich ein bisschen Action. Da hätte ich eigentlich gerade die eine Tante für einen Kaffee mitnehmen können. Das habe ich jetzt ein bisschen verpennt. Aber da ist sie auch schon wieder. Sehr schön. Die brauchen wir eh nochmal. Ich brauche aber den Hermann noch. Hermann wäre noch super. Hermann. Gib mir den Hermann. Bitte. Zumindest einmal. Bitte. Okay, da müssen wir noch ein bisschen Geduld haben. Womit wir aber keine Geduld haben müssen, ist mit der Ölroute. Da machen wir jetzt eine neue Route. Ich hoffe, ich habe noch irgendwo ein paar Öltanker rumliegen. Ich sehe aber gerade nur einen. Das ist ein bisschen wenig. Und zwar von hier nach dort. Öl. Wir brauchen Öl. Wir machen hier das Übliche. Auf Warten und auf die Löschung warten, sodass beim Losfahren der Tanker noch das Ganze hier ein bisschen volllädt auf 400 Tonnen. Und natürlich dann wartet, bis er das alles wieder losgeworden ist. Dass das auch schön seine Ordnung hat. Dann kaufen wir hier noch zwei Schiffe, damit hier auch das Ganze neu in den Bestand kommt. Hier machen wir jetzt ein bisschen Dekadenz. Wir lassen das Schiff hier explodieren. Denn ich habe so das Gefühl, es dauert fast länger, das Schiff wieder zu verkaufen, als einfach ein neues zu kaufen. Als es einfach explodieren zu lassen und auf ein neues zu warten. Von daher lassen wir die jetzt einfach mal in die Luft gehen und da haben wir den Feras. Yes, sehr schön. Den Feras, ich weiß gar nicht, wo ich den zuerst reinhauen will. Wahrscheinlich ins neu gemachte Öl. Ich denke mal, da macht er auf jeden Fall Sinn. Eieieiei. Na! Ja! Zweimal fährt das. Okay. Ich sag nichts mehr. Eieieiei. Was soll ich denn da noch sagen? Da kann ich eigentlich gar nichts mehr sagen. Ab in die neue Welt mit dir. Zweimal den Feras hier abgestaubt. Meine Güte. Das ist schon ein bisschen frech. Ich habe das nämlich gestern im Stream, wo ihr übrigens auch mal gerne eingeladen seid, zuzuschauen, wenn ihr Lust habt. Aber gestern im Stream haben wir getestet, wie viele Feras bei 1 Milliarde geroltem Geld rumkommen. Also wir haben 1 Milliarde Münzen verrollt. Das Konto war komplett voll. Und wir haben einmal komplett das Ganze runtergerollt. Und am Ende kam ich dann raus bei 5 Ferassen auf 1 Milliarde. Das war so der Schnitt. Und jetzt haben wir halt 2 Ferasse in 3 Rolls oder so. Von daher, normal. Alles ganz normal, ja. Und hier machen wir ein bisschen Upgrade-Party. Ein bisschen gediegene Upgrade-Party. Dass wir das Ganze hier einfach mal wieder in den nächsten, Schritt bringen hier. Aufs nächste Level pushen. Und hier fehlt Kaffee. Das sind ja ganz neue Geschichten. Das kann, wie gesagt, nur daran liegen, dass wir zu wenige Schiffe auf der Kaffeeroute haben. Die Kaffeeproduktion ist auf jeden Fall da. Das heißt, wir müssen hier einfach noch mehr Schiffe auf die Kaffeeroute prügeln. Und ich muss hier noch ein Limit setzen, wenn ich das nicht schon habe. Habe ich aber. Das passt eigentlich alles. Ja, dann müssen wir einfach noch ein paar Schiffe da drauf packen. Das heißt, Seepocket zum Beispiel kommt jetzt hier noch auf die Kaffeeroute mit drauf. Seepocket, wo bist du denn? Seepocket, bitte kommen. Da bist du, wunderbar. Und dann müssen wir da vielleicht nochmal 1-2 Schiffe mehr drauf packen. Den Sapeur nehmen wir mit, der kann bleiben. Dann machen wir hier noch ein bisschen
Stahl mit rein. Zack und Abfahrt. Ah, hier wollen wir hin. Genau, hier haben wir unser Ölprojekt. Da gibt es natürlich dann noch ein bisschen mehr zu tun. Können wir hier schon wieder rollen oder müssen wir da noch warten? Wir können wieder. Dann suchen wir da auch noch ein bisschen nach dem... Ey. Nach dem Gartenbauer Hermann. Die beiden Items brauchen wir hier. Die Baumpflegerin und den Gartenbauer Hermann, weil die beide die Anzahl der Module für den Kaffee verringern. Das heißt... Damit ist es mir dann möglich, da ein bisschen mehr rauszuholen aus meinen Kaffeeinseln. Ah, der Hermann, der will gerade nicht, habe ich den Eindruck. Der versteckt sich hier gerade. Nun denn, er will wirklich nicht. Dann schauen wir mal, vielleicht habe ich ja noch irgendwo einen rumliegen. Ja, hier zum Beispiel. Dann hole ich einfach hier noch einen ab. Und der hier liefert seine Items hier ab, damit wir noch ein bisschen Kaffee machen können. Und dann machen wir hier noch ein bisschen Ausbauparty. Und dann schauen wir mal, wo könnten wir denn noch gut Kaffeefelder reinhauen. Ich denke mal, hier eignet sich das doch recht entspannt auf jeden Fall. Für Kaffeefelder. Machen wir hier eine Straßenverbindung. So. Dann kommen hier noch Lagerhäuser hin. Eine Feuerwehr brauchen wir noch. Und dann brauchen wir eigentlich nur noch ganz viele Kaffeefarmen. So, dann machen wir hier vielleicht nochmal zwei Lagerhäuser nach außen versetzt. Dann kann ich hier einfach nach innen durch komplett Lagerhäuser ausbauen. Und hier machen wir auch nochmal den kompletten Ausbau. Da haben wir noch eine Zeitung. Zack, Aufstandswahrscheinlichkeit weg, damit da nicht so viel los ist. Wobei im Moment eigentlich alle relativ zufrieden sein sollten. Ich habe mir auf jeden Fall Mühe gegeben bei der allgemeinen Belieferungsqualität meines Reiches, dass die da halbwegs zufrieden sind. Aber man weiß ja nie. Manchmal sind die auch einfach ohne Grund mad. Von daher, da machst du manchmal einfach nichts. Hier machen wir noch die Glocke rein. Und dann schauen wir mal. Das hier liefern wir hier auch ab. Marco della Moccia bräuchten wir hier halt noch. Ansonsten machen wir das Ganze hier aber mit reduzierten Arbeitskräften. Das funktioniert auch wunderbar. Dafür brauchen wir aber hier vom Hugo Mercier noch ein Item, damit das Ganze funktioniert. Dann haben wir hier noch einen Bekonin abbekommen. Das ist sehr angenehm. Also itemmäßig war die Episode absolut, absolut Zucker. Super. Also wirklich außergewöhnlich gut gelaufen. Kann mich nicht beklagen. Und dann schauen wir mal, ob ich noch irgendwo Items habe, die ich hier abholen kann. Hier habe ich noch einen Feras. Brauche ich hier einen Feras irgendwo? Schaut nicht so aus. Schaut nicht so aus. Dann nehmen wir hier vielleicht sogar noch ein paar Items mit. Und liefern das Ganze hier an. Oh, das Item-Game, das läuft richtig. Das freut mich wirklich, dass das so sauber läuft. Dann machen wir hier noch ein paar Anlegestellen hin für den Kaffee. Kaffee, Kaffee, Kaffee. Anlegestellen, Abfahrt. Das passt hier aufs Feld genau. Ein Traum. Noch ein bisschen wenig Lehm. Schauen wir mal. Kann ich hier noch irgendwo Lehm abholen? Ja, hier kann ich noch Lehm abholen. Und dann kann ich hier schon die erste Kaffeeinsel machen wieder. Für Crown Falls. Habe ich hier schon ein Schiff mit Items? Ja, habe ich. Dann machen wir nämlich hier auch schon die erste Kaffeeroute. Von hier. Und zwar sind wir hier in Dodo in Barrasco und wir fahren hier hoch nach Crown Falls und liefern Kaffee. Das wird so die erste Kaffeeroute für die Investoreninsel auf Crown Falls, beziehungsweise den Investorenbereich. Den Investoren- und Ingenieursbereich. Denn Crown Falls ist so ein bisschen eine Besonderheit. Dazu auf jeden Fall auch in den kommenden Episoden noch mehr. Denn es ist eine Art Hybridinsel. Beziehungsweise es eignet sich perfekt für eine Hybridinsel. Normalerweise hast du ja Investoren- und Produktionsinseln. Crown Falls ist aber so groß,
dass du da einfach beides drauf machen kannst. Was halt ziemlich cool ist, weil du dadurch dir ganz viele logistische Ketten sparst, weil alles halt auf einer Insel passiert. Und das ist auf jeden Fall eine Besonderheit. Und hier fehlt noch ein Item. Der Hermann nämlich, genau. Und hier fehlt auch noch ein Item, nämlich der Feras. Und eigentlich fehlt da noch die Bechamelbirne. Aber dazu müssen wir noch ein bisschen mehr unsere Weltausstellung pushen. Ich glaube, die habe ich auch wieder vergessen. Aber wie gesagt, ich habe jetzt hier meinen Fokus erstmal auf den Ausbau gelegt. Und das hat diese Episode auch sehr gut geklappt. Also wir sind wirklich gut vorangekommen hier. Fast eine komplette Kaffeeinsel mit Ölversorgung in einer halben Stunde. Das finde ich auf jeden Fall in Ordnung. Da haben wir gut Fortschritt gemacht und so kann es doch auf jeden Fall weitergehen. Dann sollten wir in Crown Falls auf jeden Fall gut vorankommen. Und hier hinten geht es noch in die Ecke hinein. Da müssen wir mal schauen, wie wir hier mit den Kaffeefeldern vorbeikommen. Haben wir da noch ein Feld? Wenn nicht, dann machen wir das so. Okay, dann machen wir hier die nächste Farm noch durch. Wunderbar, ein Traum. Und auch hier machen wir noch die Felder durch. Können wir das hier ganz gemütlich alles mit Feldern bestücken. Und wie gesagt, ich habe lieber mehr als weniger. Das ist eigentlich so überall meine Devise. Lieber mehr bauen als weniger. Denn du kannst nachher immer noch Sachen weglöschen, wenn du merkst, manche Sachen sind viel zu oft vorhanden oder ich habe da viel zu viele Lagerhäuser gebaut oder sonst was. Das kann man danach immer noch ohne Probleme weglöschen, aber wenn du danach noch irgendwo in eine komplett vollgebaute Insel ein Lagerhaus reinplatzieren musst, das wird dann ein bisschen schwieriger. Und dann machen wir hier noch das ganze Eck hier voll. Und dann kann ich hier schon die ersten Kaffeeröstereien anschmeißen. Für die ersten Kaffeelieferungen. Und dann haben wir hier auf jeden Fall schon mal eine Kaffeeroute für Crown Falls. Und damit haben auch die Ingenieure in Crown Falls dann schon mal ein bisschen was zum Löffeln, zum Süffeln, zum Trinken, zum Genießen. Und dann machen wir hier auch nochmal Kaffee. Ich glaube, da muss ich noch ein paar Farmen machen, wa? Ah, da müssen wir noch ungefähr 4-5 Farmen machen, damit wir das Ganze hier ausfüllen können. Aber ich habe ja hier noch Platz. Ich kann hier außen, hier unten auch noch ein paar machen. Ein paar Farmen. Eins, zwei, drei vielleicht. Ah, da unten ist noch ein Zipfel. Dann machen wir hier noch eine hin und schauen, dass das passt. Ich hoffe, es passt. Sonst haben wir hier wieder den Platz unterschätzt. Das ist halt wirklich die neue Zoom-Stufe. Wenn du gewohnt bist, wenn du den alten Zoom gewohnt bist, dann kommt dir alles plötzlich so groß vor. Und hier machen wir natürlich noch die Straße hin. Und dann machen wir das Ganze hier nach oben noch voll. Wunderbar. Zack. Sehr schön. Das passt. Und dann machen wir hier das Ganze fertig. Ich weiß gar nicht, wie ich die Episode heute nennen soll. Öl und Kaffee für Crown Falls oder irgendwie sowas. Mir fällt aber gerade hier auf, dass wir hier noch ein bisschen zu wenige Farmen haben. Das macht aber nichts. Ich glaube, da machen wir einfach Trick 17. Und ich mache vielleicht noch hier einfach auch nochmal eine Handelskammer mit Kaffee hin. Mach dann einfach hier unten nochmal ein paar Kaffeeröstereien. Kaffeefelder. Und kann das dann so einfach voll machen. Dann muss ich hier oben nicht mehr mich verrenken. Sondern ich kann einfach hier auf der einen Seite ein paar Felder machen, hier die Ecke zumachen und auf der anderen Seite noch ein paar Felder machen und hier die Ecke zumachen. Denn ich brauche hier wirklich nicht mehr viel. Und dann passt das Ganze. Hier haben wir noch ein paar Lücken. Mein Gott. Das ist jetzt auch nicht so dramatisch. Und dann machen wir hier for the time being noch den Feras rein, solange wir ihn noch nirgendwo anders brauchen. Und ja, alles in allem können wir dann hier noch ein paar Kaffeedinger hochziehen. Wunderbar. Wir haben Öl. Wir haben Öl und Kaffee für Crown Falls. Und dann müssen wir eigentlich nur noch schauen, dass das hier funktioniert.
Denn eigentlich müsste hier in der alten Welt kein Kaffeemangel mehr möglich sein. Vielleicht müssten wir hier den... Ja, nö. Das ist... Der läuft hier komplett durch. Der läuft hier komplett durch, aber sowas von komplett. Und dann können wir hier ein paar mehr Investoren machen. Und dann sieht man auch am Einfluss wieder, wie es hier ein bisschen durcheskaliert. Da sind wir auf jeden Fall wieder gut dabei. Und das freut mich auf jeden Fall, dass das so gut klappt hier mit dem Aufbauen. Dass wir hier wirklich modular einfach das Ganze nach und nach hochziehen können, ohne weitere Probleme oder Schwierigkeiten, Komplikationen, wie auch immer. Finde ich sehr, sehr, sehr angenehm auf jeden Fall. Und dann schauen wir hier noch kurz an die Schiffe. Leider immer noch kein neuer Öltanker hier im Verkauf. Das ist ein bisschen schade. Da hätte ich mir schon noch einen gewünscht. Aber hey. Ja, und dann müssen wir eigentlich nur noch warten, bis hier das Öl dann auch nach und nach ankommt. Und dann können wir die Kraftwerke alle anschmeißen. Und sobald ich weiß, dass die funktionieren, und sobald ich weiß, dass das hier hinten funktioniert, das müssen wir noch anschließen, können wir dann auch hier mit dem Aufbau beginnen. Aber ich muss immer zuerst meine Kraftwerke testen. Das ist ganz, ganz wichtig. Solange die Kraftwerke noch nicht funktionieren, baue ich den Rest noch nicht auf. Das wird noch vormoduliert, ja. Aber der Aufbau kommt erst, wenn die Kraftwerke tatsächlich hundertprozentig laufen. Ist sonst Quatsch. Und dann machen wir hier noch die Schiene durch. Im Kreisverkehr. So. Okay, dann haben wir hier nochmal einen Kreisverkehr. Wir bekommen noch einen Besucher. Ein Schiffskaplan. Nun denn, Besucher ist Besucher. Und dann würde ich sagen, beschließen wir diese Episode mit einem wunderbaren neuen Einkommen von 146.000. Wir haben ganz schön viel geschafft, die Episode. Die Ölversorgung ist zumindest schon mal vormoduliert. Ich brauche nur noch die Ölschiffe. Ich habe genug Kaffee schon mal vorgebaut hier für den ersten Block an Investoren. Und so langsam wird das hier auf jeden Fall und auch unsere Hauptinsel entwickelt sich hier prächtig. Ich denke mal, in einer der nächsten Episode werden die 100.000 Einwohner geknackt. Das war's von meiner Seite. Und falls wir uns heute nicht mehr sehen sollten, wünsche ich euch natürlich einen guten Tag, einen guten Abend und eine gute Nacht.